Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen Sie hiermit ganz herzlich zum eBEMUG 2023 begrüßen. Wir, das ist das eBEMUG-Team bei Erwachsenenbildung.at, also Gunther Schüssler, Karin Kulmer, Martina Linsberger und ich, Birgit Aschemann. Wir, das sind aber auch unsere Partnerinnen und Partner im eBEMUG, nämlich das Bundesinstitut für Erwachsenenbildung mit Mario Friedwagner, die Virtuelle Pädagogische Hochschule mit Michael Leitgeb und Lisa Lubena, die ARGE Bildungshäuser Österreich mit Gabi Filzmoser und die TU Graz Lehr- und Lerntechnologien mit Martin Ebner. Viele von Ihnen wissen ja schon, wie Sie sich den Lernprozess in einem MOOC am besten organisieren. Ich rufe das daher jetzt nur kurz in Erinnerung. Auf der Kursoberfläche haben Sie die Möglichkeit, jede absolvierte Aktivität einzeln abzuhaken und damit wächst auch Ihr Kursfortschritt und das empfehlen wir auch der Übersicht halber zu nutzen. Wer anlässlich des eBEMUG 2023 noch ein Wissensmanagement-Tool sucht, könnte einfach Trello oder Taskcards nutzen oder sich einen digitalen Zettelkasten zulegen. Dazu gibt es ein paar Infos in den Kursressourcen. Wenn Sie Inhalte aus dem Kurs über die Kurslaufzeit hinaus sichern wollen, dann können Sie alles bis auf die Tests herunterladen und speichern. Die Videos sind auch auf YouTube zu finden. Wer sich aber die Inhalte gerne auf Papier aneignet, findet zu jedem Video ein Transkript. Und wenn Sie durch Schreiben gut lernen können, dann bietet sich für Sie auch ein Lerntagebuch an, besonders wenn Sie vorhaben, den ganzen Kurs zu durchlaufen. Sie können den Kurs aber auch modular besuchen und nur das machen, was Ihnen inhaltlich wichtig ist oder fehlt. Das Zertifikat bestätigt Ihnen dann einfach die absolvierten Module. Wir empfehlen natürlich dringend, die Übungen zu den Einheiten zu machen, weil sie den Transfer wirklich gut unterstützen. In die weiterführenden Kursunterlagen können Sie ganz nach Belieben eintauchen. Aber bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, dass es im Multiple-Choice-Test diesmal ein paar Fragen gibt, die sich auf die Kursunterlagen beziehen. Das heißt, die Fragen im Test sind diesmal nicht ausschließlich mit den Videos zu beantworten. Wir haben aber diejenigen Kursunterlagen sichtbar gekennzeichnet, die für den Multiple-Choice-Test nützlich sind. Der eBEMUG hat diesmal nur 5 Einheiten, sodass er für Sie im Alltag leicht unterzubringen ist. In der Praxis wird der Zeitaufwand pro Modul variieren, je nachdem, wie vollständig Sie das Angebot nutzen. Aber 4 Stunden pro Einheit sind eine gute Richtlinie, wenn Sie die Multiple-Choice-Tests für das Zertifikat absolvieren möchten. Unabhängig davon, wie Sie den Kurs sonst absolvieren, möchte ich Ihnen allen auch die Webinare zum Kurs sehr ans Herz legen, weil sie die Inhalte wirklich vertiefen. Wir haben hier zusätzliche Referentinnen und Referenten an Bord. Sie finden in den Ressourcen einen Übersichtskalender mit den Webinarterminen. Der wichtigste Tipp dazu ist, sich die paar Stunden im Kalender zu reservieren, damit es dann auch wirklich klappt. Und wer etwas mehr Zeit aufbringen kann, ist sehr gut damit beraten, eine Begleitgruppe zu besuchen oder sich eine Lernpartnerschaft zu organisieren. Das hat sich sehr bewährt. Ich komme jetzt gleich zur ersten Aufgabenstellung in unserem Kurs. Dazu laden wir Sie ein, sich mit den Inhalten aus dem zweiten Video auseinanderzusetzen. Das zweite Video enthält eine Art Zeitdiagnose darüber, wo die Erwachsenenbildung jetzt steht, besonders im Hinblick auf die Digitalität. Reflektieren Sie bitte, wie Sie das in Ihrem eigenen Wirkungsfeld erleben und welche Inhalte aus dem Video Ihnen bekannt sind, aber auch welche anderen Themen vielleicht in Ihrer Praxis gerade im Vordergrund stehen. Dazu möchten wir gerne in einen Austausch kommen. Daher lade ich Sie herzlich ein, sich im Forum vorzustellen mit allem, was Sie hier mitteilen möchten. Bauen Sie in Ihre Vorstellung sehr gerne Ihre Überlegungen zum Video 2 ein und auch die Themen, die Sie gerade beschäftigen im Hinblick auf Erwachsenenbildung und Digitalität. Und wenn Sie nach Austauschpartnern zu einem bestimmten Thema oder in einer bestimmten Region suchen, dann schreiben Sie auch das gerne in Ihre Vorstellung. In diesem Fall verwenden Sie am besten auch die Tagging-Funktion im Forum, damit Sie leichter gefunden werden. Wichtiger als diese Formalia ist aber, wie wir hier zusammenarbeiten wollen. Die Digitalisierung bietet ja für uns alle einen lebenslangen Lernstoff. Sie ist der Inhalt des Lifelong Learning schlechthin. Und diesbezüglich gibt es in der Praxis nur Kolleginnen und Kollegen und keine Hierarchien.
Das heißt, jede von uns hat Erfahrungen, die für die anderen wichtig und interessant sein können. Und wir kommen nur gemeinsam weiter in diesem Professionalisierungsprozess. Bitte lassen Sie uns daher auch hier wieder fehlerfreundlich sein und so viel wie möglich miteinander teilen. Denn ein MOOC ist immer eine gemeinsame Lernreise und ja auch ein Crowd-Learning-Event und erlebt von Ihnen und uns gemeinsam. Und weil das so ist, werden wir unser allererstes Webinar diesmal auch dem Networking widmen. Es findet schon in Kürze statt und hat den Zweck, dass Sie die Personen finden, mit denen Sie sich austauschen möchten. Hier können Sie auch noch Austauschmedien vereinbaren und Begleitgruppen kennenlernen oder selber eine Begleitgruppe initiieren. Wir können dabei in das Barcamp-Format oder in das Lean-Coffee-Format ein bisschen hineinschnuppern und im Idealfall entsteht in diesem Webinar die eine oder andere Community of Practice. Daher wird das auch das einzige Webinar ohne zusätzliche Referentinnen sein. Wir vom eBMUG-Team sind natürlich da und wir freuen uns schon auf Sie. Zum Webinar selber kommen Sie, indem Sie zur angegebenen Zeit im Modul 1 auf den Webinar-Button klicken. Falls Sie für das Webinar eine extra Teilnahmebestätigung brauchen, müssten Sie sich bitte auf erwachsenenbildung.at auf Eveno zum Webinar anmelden, aber für den eBMUG selber ist diese Bestätigung nicht nötig. Ich hoffe, wir sehen uns bald live.